Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Mittwochvormittag. Ja, also bei mir steht als erstes etwas Küchendienst an. Ich möchte noch etwas Sattarasch einkochen. Anschließend etwas Homeoffice. Ich arbeite an neuen Rezepten für mein bald erscheinendes Rezeptheft. Also ich denke, Ende Oktober müsste machbar sein. Das Thema verrate ich noch nicht, aber ab und an nehme ich euch vielleicht mal mit in die Küche. Aber ich zeige euch schon einmal den Hauptdarsteller aus meinem neuen Rezeptheft. Ein Part der Rezeptheft-Erstellung ist natürlich die Rezeptentwicklung. Und das beinhaltet jetzt nicht nur, sich Gedanken zu machen, welche Rezepte es in das neue Rezeptheft schaffen werden, sondern auch die Rezepte aufzuschreiben. Und dafür verwende ich gerne meine Blanko-Rezeptblöcke. Ja, also es werden nicht nur die Zutaten notiert, sondern auch die Zubereitungsschritte müssen klar verständlich sein. Und wenn ich das erfolgreich erledigt habe und auch meine Korrekturleser damit zurechtkamen, schreibe ich mir diese noch in meine Blanko-Rezepthefte. Genau, ich habe mir ein paar Hefte beiseite gelegt und da kommen dann wirklich meine ganz privaten Lieblingsrezepte rein. Mein erstes Rezeptheft Balkanküche für die Cook for Me, dem elektrischen Schnellkochtopf der Firma Krups, entstand während des 12-wöchigen Coachings. Ich schreibe ein Kochbuch bei Schwabenland Coaching. Das sind Jenna und Alex von Schwabenland Coaching. Ja, und 3 Monate später erschien mein zweites Rezeptheft, Der verrückte Teig. Das ist ein Teig, aus welchem man mit wenigen ergänzenden Zutaten mindestens 12 verschiedene süße oder deftige Gebäcke nachbacken kann. Geplant war dieses Rezeptheft übrigens für meine Pampachef-Kunden. Ich wollte zeigen, wie man mit wenigen Zutaten, aber tollem Zubehör auf der Stoneware ja, ganz lecker backen kann. Und so freue ich mich, dass nicht nur meine Pampachef-Kunden dieses Rezeptheft sehr gut angenommen haben, sondern dass ich in der Zwischenzeit auch andere Pampachef-Liebhaber und auch Berater für dieses Rezeptheft interessieren. In meinem Onlineshop gibt es dieses Heft übrigens auch mit Beraterrabatt. Das heißt, wenn du beispielsweise Pampachef-Beraterin bist und auch deinen Kunden eine Freude machen möchtest, kannst du mir gerne 20 Hefte abnehmen und erhältst dann einen Rabatt von 20%. Oder beim Kauf von 10 dieser Hefte ist das 11. Heft gratis. So, nun glaube ich, habe ich erst einmal genug von meinen Rezeptheften berichtet und von meinem geplanten Projekt.
Jetzt meldet sich bei mir der kleine Hunger und ich nehme euch gerne auch mit in die Küche. Bei mir kommt heute wieder der kleine Zaubermeister zum Einsatz und lecker wird's. So, ihr Lieben, ich läute dann bei mir erstmal den Feierabend ein, aber vorher, wie versprochen, fotografiere und messe ich die Tepsiebleche aus und setze diese in meine Basarecke. Die Basarecke ist ein Ordner in meiner Facebook-Gruppe Rezepte von und mit Jana Steinzeit und auf meiner Seite Jana Cook for You. Neću tamo gdje stanu, stvarno imamo dobar stan, to firma nam plaća, dobar stan i sve stigla. E, pa povređena, gdje sam? Kako ti dobro je ovdje?